So. Das weg. Machen wir doch. Ah, dann. Achso, ja, ich wollte ja färben. Dann färben wir doch mal. Wenn ich denn den Farbstoff hätte. Ja, hier. Da haben wir hier schon was fertig gefärbtes einen, ne? Na gut. So, Farbstoff in der Mitte, der Rest außenrum. Haben wir noch was hier? Da brauchen wir jetzt ziemlich viel auch. Also von daher kann ich das ruhig alles machen. Und für den Fall, dass was übrig bleibt, ist auch okay. Ja, ist die richtige Farbe. So, da soll ja die Tür hin, genau. Oh, ich stoße irgendwo an. Ach so, dann muss ich, ja, dann muss ich doch nochmal runter. So, das wird alles zugemacht. Oh, das wird aber riesig hoch hier. tja, ich weiß nicht, vielleicht doch nicht so. Mal schauen. Ich hatte nämlich so eine Vorstellung, wie das innen aussehen soll. Und dann ist das, diese Höhe vielleicht doch zu viel. Machen wir das mal auf diese Höhe jetzt erstmal. Na, okay. Nein, falsche Taste. Ja, so. 3, ja, okay, passt. Und Essen auch wieder. Ja, doch, noch mehr. So, also das Bett und das kommt natürlich alles raus und der Klotz. Oh ja, aber Moment mal, ich kann es ja mal ausprobieren. Hier, ich hatte ja dann vor, genau hier das Ganze zuzuziehen. Da und dann nur das hier freilassen hier. Und hier einen Gang rum. Dann müsste das Bett auch weg. Achso, aber ich muss, ja genau, hier dann frei bleiben. Gegenüber dem Eingang soll dann hier ein Eingang sein. Und hier soll alles komplett zu sein. Jetzt könnte man sogar noch dagegen machen. Nee, das ist zu viel. Das will ich dann auch nicht. Ich probiere es mal eben aus, wie das aussieht, aber das gefällt mir dann nicht mehr. Nee, das ist zu viel. Nee. Das muss weg. Ich würde sogar eher dazu tendieren, die Grundfläche noch größer zu machen, aber dann muss die Höhe auch wieder angepasst werden, wenn es denn entwürfelt werden soll. Nee, das will ich nicht. Nee, das bleibt so. Ja, doch so. Und da oben in der Decke, da kommt ein Glasstein hin. Da kommt irgendwas drauf. Und das war's dann. Mehr ist dann nicht. Ja, das ist schon ganz schön doof, das, dieses Ding hier. Ganz schön eigenwillig, aber das soll es auch sein. Und es soll keinen erkennbaren Zweck haben. Ich will doch da oben bleiben. Moment. Taste. So. Und einfach nur so ein völlig irrsinniges Projekt sein. So, und das hier, nee, das soll nämlich eben nicht sein. Das soll nämlich ganz offen bleiben hier. Jetzt muss ich das Bett dann auch wieder wegnehmen. Vielleicht sollte ich das alles draußen hinstellen. Jetzt baue ich hier drin schon voll. Obwohl ich, ja gut, es ist ja egal, wo ich baue. Ich will ja beides innen und außen haben. Jetzt, ich habe mir das so in den Kopf gesetzt. So will ich es haben und so wird es jetzt auch gemacht. Erinnert mich ein bisschen, Moment mal, das erinnert mich ein bisschen an Soma. Wer von euch das Spiel kennt, Soma, also ist so ein Abenteuer-Horror-Spiel unter Wasser. Eigentlich ein ganz gutes Spiel. Ich weiß aber nicht, warum mich das an das erinnert. Keine Ahnung. Ah doch, ich habe eine Idee, weil ich nämlich in der Kopiewelt, ist schon ziemlich lange her, auch sowas Komisches gebaut habe mal. Und da habe ich nebenher dieses Let's Play laufen lassen. Ja, das könnte sein, dass es daher kommt. Wie viel Ton haben wir? Naja, leider nicht mehr viel. So, habe ich Internet alles verbaut? Und außen dann doch nicht. Ja, ist wie gesagt egal. Ich will das ja alles haben. So, machen wir noch eine Runde. Die Klötze. Ja, die dürften noch genügen. Und dann will ich mal außen die Außenmauer genauso hochbauen wie jetzt innen. Da muss aber noch die Decke drauf. Ja, stimmt, richtig. An der Decke muss da auch noch dahin. So, das war's jetzt mal hier.
Ja, dann fangen wir mal hiermit an, die restlichen Klötze noch so ein bisschen hinzulegen. Nö, jetzt war ich da runter. Wollte ich gar nicht. So. Ah ja, gut, einer nur. Puh. Ja, dann fange ich mal auch hiermit an. So, machen wir da noch ein bisschen. Ja, dann müssen wir wieder zurück ins Lager. Halt, drauf hier. So. Und ein bisschen Truhen besorgen. So, wenn man da hier reinkommt. Oh, ganz schön hoch. Ja, ich glaube, das wäre gut. Jetzt ist das natürlich da innen. Da stimmen die Proportionen natürlich dann nicht mehr. Innen ist es ja viel höher, als es hier weit ist. Mhm. Ja. Ja gut, das geht ja jetzt hier vom Eindruck von außen. Und den Dingsbums hier. Ich mach das mal hier weg. So, das kommt weg, das Bett auch. So, und der, wo ist er denn? Ach, da oben. Ja klar, ich habe das Ganze in den Teil zu. So, guck mal da hin, damit diese Ecke da in Ordnung ist. Ach so, jetzt habe ich da hinten. Ja gut, ich kann das ja mal so machen, dass ich mir zuerst nochmal hier da einen Eingang reinbaue. So, die beiden dahin. Dann stelle ich mal die Werkbank dahin. Oh, die Kiste und das Bett. Wo haben wir das? Da haben wir das. Auch irgendwo hin. Das Bett kann dahin. Oder machen wir die Kiste einfach. Nee. Nein. So, hier. Das hier. Kiste da. So. Das da. Ach hier, den Klotz. Den wollte ich auch schon hinbauen. Die Tür noch nicht. So, da oben. Das kommt da rein. Das da. Das kann da bleiben. Kies. Boah, den lasse ich nochmal da. Die Tür. Kies lasse ich da. Genau. Die können mit. Die können auch mit. Die Druckplatte. Lasse ich mal zwei da. Also ich brauche sowieso maximal nur eine. Und die können auch mal da bleiben. Okay, so. Und damit ab zurück zum Lager. Und nach Dingsbums schauen. Ah ja, okay, da ist wieder einiges da. Schön. Okay, dauert eben ein bisschen. Wie sieht's eigentlich da im Trichter? Ah, okay, ja. Ja, geht ja doch so einiges drauf. Gut. Achso, nee, färben kann ich ja nicht. Also, doch, kann ich schon, aber schmeiß das jetzt einfach mal hier alles da rein. So, brauchen wir nicht. Gut, dann wieder zurück. Es wird auch Nacht. Dazu was bitte? Wie? Da drin jetzt? Ja, okay, gut. Ah ne, ich brauche jetzt den Farbstoff. Das ist leider nicht mehr so viel. So, aber für ein paar reicht es noch. So, ah, aber das, dafür reicht es doch nicht mehr ganz. Ja, schade. Okay, dann machen wir das so. Wir gehen einfach zum Färberhaus und holen noch mehr. Und dann legen wir uns ins Bett. Und bauen am nächsten Morgen weiter. So, Türkis. Ah ne, jetzt habe ich da den Block hingesetzt. Ich nehme lieber gleich mal mehr mit. Wir könnten ja auch den Rest sogar noch hier färben. Ist ja nicht viel. Halt, da oben. So, ja gut, viel war's nicht. Dann legen wir uns doch mal hier hin. Dass wir auch hier mal wieder geschlafen haben. Mir gefällt sie hier ganz gut. So. Ja, vielleicht hat ein Schluck Tee jetzt geholfen. Für meine Stimme? Naja, nee, ich glaube nicht wirklich. So, zurück zur Zubershütte. Soll mich jetzt nicht stören. Ein bisschen Heiserkeit. Ich bin auf das Projekt hier gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Achso, jetzt muss ich erstmal hier nach oben. So, ja, machen wir einfach mal so in diese Richtung. Achso, nee, Moment, das kann ich ja so machen. Hier. Ja, genau. Machen wir einfach mal so Reihe für Reihe. Ah, jetzt habe ich den obersten nicht erwischt.
Aber das jetzt sich jetzt vorhat, wie aber eine Fehlerfortpflanzung. Das ist natürlich nicht gut. Naja, egal. Mach ich den Rest von oben. Naja, einer von übersehen hier. Moment mal, was. Hä? Ach so, ja, genau, da hat einer gefehlt. Richtig. So, die nächste Reihe. Ach ja, und ich wollte nochmal. Ja, das passt. Ich wollte nochmal zum Kreisdorf gehen und schauen. Ich drücke mich ja immer noch davor hier irgendwie. Wie viele Räume wir denn da noch zu machen haben. Also ich weiß auf jeden Fall den einen unteren, den großen. Und dann im Turm ist noch mindestens einer. Oder ist es vielleicht doch zwei? Ja, das weiß ich eben nicht mehr. Ach, da ist schon. Ja, okay, aber noch nicht so viel. Ja. So, dann muss ich auch mit Dings weitermachen hier, mit den Glattsteinen. Dann haben wir doch schon einiges. Da, jetzt habe ich keine Glattsteine mehr. Jetzt bin ich gerade runtergesprungen. Ja, und habe mir keine Glattsteine mitgenommen. So, ja, na, von denen geht eben auch was weg. So, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ach, ich mache das einfach hier. So, das sollte passen hier. Und dann die wieder ein. Sammeln. Ja, ich krieg's hier. Sehr, sehr gut. Und dann sollte doch da noch einer drauf. So. Nee, nee. Ja, okay, Essen ist auch gut. Ich wollte allerdings gerade was anderes machen. Der will da nicht so hin. Ja, dann haben wir das hier, die gleiche, in der gleichen Höhe. So, und da kommt mal der hin. Also oben drauf soll er auch noch so ein Quer. Oder? Ja, doch, so quer rüber. Aus, ach so, genau, das sind wir hier. Aus Glattstein. So, ja, gut. Dann füllen wir mal das hier auf. So. Ja, und das hier. So, genau, jetzt haben wir das auf der gleichen Höhe. Allerdings, ja, wenn es eine Höhe von 13 sein soll, müssen wir da noch einiges machen. Jetzt will ich mir mal anschauen, wie das da von der Ferne aussieht. Ist eigentlich so auch schon gar nicht mal so schlecht. Ja, aber nein, ich will das auf die ganz große Höhe machen. Ich kann da ja hochfliegen. Oder ja, ich mache erstmal. Achso, Moment, da wäre es ja sinnvoll, wenn er das unten auch noch. Ja, genau, doch. Ich will mal schauen, wie das aussieht. Machen wir mal auf der anderen Seite her. So, nämlich die unterste Reihe weg. Und auch durch Glattstein ersetzen. So. Nee. Nicht so viel. So, den mal wieder weg hier. Ja, doch, das da ist eine Lücke. Das ist gut. Doch. Das lasse ich so. Das gefällt mir. So. Einfach so ein mysteriöser Klotz da in einer trostlosen Landschaft. Dann machen wir das hier auch hier. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Tonstücke zurück. So, okay. So, sehr gut. Und das da vorne auch. Müssen wir bei der Tür eben unterbrechen. Aber ich will, das ist ja auch immer so die Idee, um die Tür herum einen Rahmen zu machen. Und das will ich da eben eigentlich gerade nicht. Wir können es ja mal machen und schauen, wie es aussieht. Aber das ist mir dann schon wieder zu viel. Die Klötze hier unten geben eben dem Ganzen insgesamt einen Rahmen. Die Tür. Nee, das ist schon okay so. Lass ich mal so. So, und auch hier noch. Niemand wird das jemals sehen hier an der Seite, aber das ist mir egal. Wenn schon, dann soll es richtig sein. So. Okay, haben wir das gemacht. So, und dann könnten wir
Ach so, ja, jetzt muss ich ja hier nach oben fliegen. Das ist dein Stein. Dann dahin, so, Glattstein. Ups. So, jetzt schnell wieder wechseln. Ach so, aber, ah ja, okay, gut, ich weiß es nicht, wie... Moment, hier so. Ich weiß es nicht, wie hoch die anderen sind hier. Aber ich kann hier den Rahmen einfach fertig machen. So, dass ich da nicht hinten runterkippe. So, ah ja, okay. Da stehe ich schon wieder an. Ja, okay. Ich könnte ja eigentlich gleich das hier ausführen. Genau. Ah, genau, das ist ja gut. Dann kann ich ja von der Seite aus auch gleich mal sehen, wie das denn aussieht. Da, ja, wir haben noch. Wir sollten die Fläche voll kriegen.